Hat irgendeiner von euch dieses Motoren-Anwerfdienst? Oh, ist das Benzin oder Dieselfass? Was steckt denn da drin fest? Jemand im neuen Messer gesehen? Kriege das Glas Erdnussbutter nicht auf. Echt jetzt? Wir haben schon das Buch gegessen. Ich habe meinen Namen draufgeschrieben. Jetzt hab ich's im Mund. Like it. Oh, hey, auf dem Auto ist es aber auch. Druck auf die Reifen da, Leute. Na gut. Denkst du, du schaffst es, die Reifen zu montieren, Karl? Klar. Ich bin ja nicht völlig nutzlos. Vom Gummi? Ach, steig einfach ins Auto. Diese Motoren. Oh, ein Schraubenschlüssel. Ich habe einen Hammer benutzt. Das erklärt alles. Na hallo. Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen. Ein wirklich lautes Kätzchen. Danke. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Danke für die Vorwarnung, Eddie. Nick Vanone, das ist Ian Malcolm. Nick ist unser Fotograf. Ian ist unser... Ian. Momentchen noch. Ich weiß, ich hab die Schlüssel irgendwo. Sind sie das? Nein, das ist ein Schoko. Du musst es auch einfach kaputt machen, klar. Du musst es ja auch nicht wieder reparieren. Puh, es hilft nichts. Dieser Motor bewegt sich nicht. Hast du eine Ahnung, wie man das Teil schieben soll, ohne sich was zu zerren? Oh Mann, hätte ich den Motor hier aber doch nicht mitgenommen, um mein Sofa zu verschieben. Ugh!
Von Sicherheitsvorschriften gehört? Mann! Wow! Darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Richtig so! Weiterschieben! Okay, stopp! Hier soll er hin. Danke! Das ist ein Hochstand. Man steigt rein, fährt drauf und versteckt sich. Da oben. Eigentlich ist das eine bequeme Zubeißhöhe für Dinos. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Oder ist das die Roadster-Version? Naja, auf der Insel regnet es vielleicht. Wir sollten zumindest ein Cabrio daraus machen.